Man kann's kaum glauben, aber die Donkey Kong Country-Reihe feiert in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum. 1994 erschien das Jump'n'Run von Rare und Nintendo auf dem Super Nintendo und haute mit seiner sensationellen Grafik und tadellosen Spielbarkeit alle vom Hocker. Mein 8-jähriges Ich eingeschlossen. Donkey Kong Country war revolutionär. Es verlängerte die Lebensspanne des SNES nahezu im Alleingang um mehr als 2 Jahre und war gleichzeitig der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte zwischen Nintendo und Rare, die 8 sagenhafte Jahre halten sollte. Bis 2019 veröffentlichte Nintendo 16 Ableger der Donkey Kong Country-Reihe, darunter einige Ports, Spin-Offs und Remakes. Ich möchte den runden Geburtstag zum Anlass nehmen und einen Blick auf alle Teile dieser genialen Jump'n'Run-Reihe werfen. Lasst uns die Affenbande gehörig feiern und Nintendo zeigen, dass die Spiele immer noch beliebt und ein neuer Ableger sehnlichst gewünscht wird. Greift euch daher einen Snack und durchlebt mit mir zusammen 30 Jahre Donkey Kong Country. Viel Spaß! Wie so oft beginnt unsere Reise in die Vergangenheit nicht etwa im Veröffentlichungsjahr des ersten Teils, in dem Fall 1994, sondern 3 Jahre vorher, da ich ein wenig Kontext schaffen möchte. Es ist nicht verkehrt, wenn wir uns anschauen, welchen Stand Rare zu der Zeit hatte und wie sie an die Donkey Kong Marke gekommen waren. Schließlich wurde Nintendo erst nach dem großen Erfolg von Donkey Kong Country Teilhaber und Rare damit ein Second-Party-Studio des japanischen Videospielriesen. Wie so oft ist auch die Entstehungsgeschichte von Donkey Kong Country eine Aneinanderreihung von glücklichen Zufällen, denn als Rare sich 1991 dazu entschieden hatte, in Zukunft weniger Spiele zu entwickeln und dafür auf Qualität zu bauen, kam die Entscheidung der Engländer passend zum Release des Super Famicom in Japan. 1992 kauften die Rare-Gründer Chris und Tim Stamper die erste SGI Workstation mitsamt der Alias 3D Rendering Software, die es ihnen erlaubte, hochwertige 3D-Render-Grafiken zu erstellen. Etwas, das man zu der Zeit nur aus großen Hollywood-Produktionen kannte. Der SGI-Computer kostete Rare stolze 80.000 Pfund und war damit natürlich mit einem wirtschaftlichen Risiko verbunden. Sollte es Rare nicht schaffen, hochwertige Spiele auf Basis der SGI-Workstation zu entwickeln, war das Geld verbrannt und Rares Werdegang unsicher. Obwohl die Idee darin bestand, die Workstation für Ultra 64-Entwicklungen zu nutzen, begannen einige Rare-Entwickler damit, ein Boxspiel namens Brute Force fürs Super Nintendo zu entwickeln, einfach um sich mit der Hardware und der darin enthaltenen Software vertraut zu machen. Bilder von Brute Force habe ich leider nicht gefunden, aber ich fand heraus, dass 1992 Howard Lincoln, seines Zeichens damaliger Präsident von Nintendo of America, über das Spiel stolperte, als er auf einer Geschäftsreise in England unterwegs war. Beeindruckt von der Technik, schlug er vor, dass Rare Brute Force Nintendo of Japan vorführen sollte. Vielleicht ließe sich damit ja was anfangen. Also reiste Tim Stamper Anfang 93 nach Japan, das SGI-Boxspiel im Gepäck. Zu der Zeit hatten die Offiziellen bei Nintendo in Japan aber ganz andere Sorgen. Sie brauchten ein Konkurrenzprodukt zu Segas Aladdin, das anno 1993 die Massen mit einer tollen Grafik und den geschmeidigen Animationen begeisterte. Als Tim Stamper aus dem fernen Europa angeflogen kam, stieß Brute Force auf wenig Interesse, aber die Technik dahinter, die begeisterte Nintendos Entscheidungsträger. Damit ließe sich ihrer Meinung nach eventuell ein Spiel schaffen, das Segas Aladdin in seine Schranken weisen könnte. So beauftragte Nintendo Tim Stamper damit, ein Spiel auf Basis ihrer damals eingefrorenen Donkey Kong-Marke zu kreieren. Schließlich war das letzte Donkey Kong-Spiel bereits 1983 in den Arcades erschienen und brachte nicht den gewünschten Erfolg ein. Selbst der Port auf dem Famicom bzw. NES, der 1984 respektive 1986 im Westen veröffentlicht wurde, blieb hinter den Erwartungen zurück, was Nintendo dazu veranlasste, die Donkey Kong-Marke stillzulegen. Was hatten sie also zu verlieren? Im besten Fall entwickelte Rare für sie einen Aladdin-Killer und im schlimmsten Fall würden sie ein paar grafisch hübsche SNES Donkey Kong-Spiele absetzen und weitermachen. Das Risiko war gering, daher bekam Tim Stamper die Gelegenheit, ein Spiel für Nintendo zu entwickeln, was er sich natürlich nicht nehmen ließ. Nintendo gab dem Projekt den Codenamen Country, einfach weil Rare damals in einem ländlichen Teil Englands ansässig war. Zu Hause in England entschied sich Rare, aus dem neuen Donkey Kong Spiel ein 2D Jump'n'Run zu kreieren und behielt den Codenamen während der Entwicklung einfach bei, was zum finalen Namen führte.
12 kreative Köpfe setzten sich an das Projekt, wobei die beiden Stamper-Brüder sich die Director-Rolle teilten und Kevin Bayliss, den ich übrigens schon auf diesem Kanal persönlich begrüßen durfte, mit der Aufgabe betraut wurde, Donkey Kong umzugestalten und durch neue Charaktere zu ergänzen. So entstand mit der Zeit der Kong-Clan. Da die Donkey Kong-Spiele in den Arcades und auf dem NES keinerlei Lore aufwiesen und neben Mario bzw. Pauline auch keinerlei andere Charaktere boten, war Rare frei in ihrer gestalterischen Ausrichtung. Kevin Bayliss schuf unter anderem den kleinen Sidekick Diddy Kong, der fortan ein fester Bestandteil der Nintendo-Riege werden und 1997 sogar ein eigenes Rennspiel erhalten würde. Das 12-Mann starke Team bei Rare arbeitete 18 Monate an Donkey Kong Country und nutzte vorrangig eine Methode, die als Advanced Computer Modeling bekannt werden würde. Das Team erstellte hochwertige 3D-Render aller Haupt- sowie Nebencharaktere und Umgebungen, bevor diese durch die AMC-Technologie stark komprimiert wurden, damit sie auf das kleine SNES-Modul passten. Bayliss und seine Artist-Kollegen begannen damit, die Charaktere mit Hilfe von Power Animator zu modellieren und Texturen hinzuzufügen. Anschließend erstellten sie die Animationen und renderten sie Bild für Bild, bevor sie sie für das Spiel komprimierten. Der AMC-Prozess wurde dabei von einem bestimmten Computer abgewickelt, der über ein proprietäres Dienstprogramm verfügte. Die Anpassung an die hochmodernen SGI-Workstations war schwierig, wie Steve Mails einmal in einem Interview erzählte. Das Spiel war das erste von Rare, das mehrere Programmierer erforderte, aber die vorgerenderten Grafiken ermöglichten eine damals ungewöhnliche grafische Vielfalt und Detailtreue. Tim Stamper drängte das Team ständig dazu, noch weiter zu gehen und zum Beispiel Wetter- und Lichteffekte einzubauen, was die SNES-Hardware an ihre Grenzen brachte. Das Rendern und Komprimieren der Modelle dauerte Stunden, daher ließ das Team die Computer über Nacht laufen. Die SGI-Maschinen benötigten eine riesige Klimaanlage, um eine Überhitzung zu verhindern, während das Team in der Sommerhitze ohne Erleichterung arbeiten musste. Aber die Anstrengungen zeigten Früchte und das Spiel nahm immer mehr Form an. Anfang 1993 reiste Tim Stamper mit einer ersten Demo nach Japan. Die Chefetage bei Nintendo war begeistert, einzig Gunpei Yokoi zeigte sich skeptisch. Dem Gameboy-Erfinder war das neue Donkey Kong-Spiel, Zitat, zu sehr 3D, was auch immer das bedeuten sollte. Da Shigeru Miyamoto jedoch sehr angetan von der Demo war, bekam Rare endgültig grünes Licht und absolute kreative Freiheit obendrauf. Dennoch meldete sich Miyamoto in unregelmäßigen Abständen bei Rare, um Ideen und Verbesserungsvorschläge mit einzubringen. So riet er Kevin Bayliss dazu, von dem anfangs eher blockigen Redesign, das eher an die Battletoads erinnerte, Abstand zu nehmen und ein etwas runderes Design zu verwenden, inklusive einer roten Krawatte, die Donkey Kong bis heute als Markenzeichen trägt. Spielerisch nahm sich das Team bei Rare den NES-Klassiker Super Mario Bros. 3 zum Vorbild. Sie wollten ein Spiel schaffen, das sowohl Anfänger ansprach als auch Hardcore-Gamer begeistern sollte. So entstanden 40 abwechslungsreiche Level, die allesamt auf der Kong-Insel zu finden waren, die von Donkey Kongs Clan bewohnt wurde. Neben Donkey und Diddy fanden sich dort auch der alte Cranky, den Rare als den damaligen Donkey Kong aus den Arcade-Hallen darstellte, sowie Candy und Funky Kong. Bei Candy Kong durfte man speichern, während Funkys Shuttle Service es den Spielern erlauben sollte, bereits besuchte Level auf der Insel anzufliegen. Auch die Widersacher wurden von Rare komplett neu erschaffen. So befehligte der gemeine King K. Rool eine Horde Kremlings und andere Tiere, die es auf Donkey Kongs Bananen abgesehen hatten. Um sich den Kremlings zur Wehr zu setzen, standen Donkey und Diddy einige tierische Begleiter zur Seite, wie Rambi das Nashorn, Engard der Schwertfisch, Winky der Frosch und Espresso der Strauß, was natürlich auch spielerische Abwechslung mit sich brachte. Überhaupt bekamen Spieler einiges zu tun. Abseits der Tiere und traditioneller Jump'n'Run-Passagen implementierten die Entwickler Unterwasserlevel, Minenrennen oder haufenweise Fässer, die als Hommage an die guten alten Arcade-Zeiten gesehen wurden. Mit Diddy Kong stellte Rare Donkey einen Sidekick zur Seite, der sich nicht nur anders spielte, sondern auch dafür sorgte, dass man im Singleplayer-Modus einen Treffer mehr einstecken konnte. Hatte man aber einen Kumpel zu Hause, ließ sich Donkey Kong Country sogar zu zweit spielen, wahlweise zusammen oder abwechselnd wie aus den Mario-Spielen bekannt. Spielte man zusammen, steuerte Spieler 1 Donkey, während Spieler 2 mit Diddy unterwegs war, jedoch nur im Wechsel. Gleichzeitiges Spielen war damals nicht möglich. Beide Affen hatten ihre Eigenheiten. Donkey war stärker und konnte auch kräftige Gegner besiegen, während Diddy zwar schwächer, aber dafür flinker unterwegs war.
Optisch stellte sich ebenfalls viel Abwechslung ein. Nicht nur war die reine Grafik einsame Spitze, nein, auch die verschiedenen Level waren unterschiedlich in Szene gesetzt. Angefangen im dichten Dschungel ging es über alte Tempel und verschneite Berge in dunkle Sümpfe und gefährliche Industrieanlagen. Garniert wurde die grafische Augenweide und spielerische Pracht mit einem wunderschönen Soundtrack, der von 3 Komponisten bei Rare kreiert wurde, wobei sich die Arbeitsverteilung recht unterschiedlich darstellte. So trug Robin Beanland nur einen einzigen Track bei, während Evelyn Novakovic 7 Songs beisteuerte und David Wise mit 18 Tracks den Hauptteil des Soundtracks komponierte. Heraus kam einer der besten Soundtracks seiner Zeit. Und bis heute empfinde ich einige der Tracks absolut überragend. Überhaupt ist die Musik in allen Donkey Kong Spielen grandios, aber Tracks wie Aquatic Ambience, Fear Factory, DK Island Swing oder die Oberweltmusik gehören für mich zum Besten, was ich in meinem Leben gehört habe. Selbst jetzt, in diesem Augenblick, wo ich hier sitze und diese Zeilen schreibe, höre ich mir den Soundtrack des Spiels an. Gemessen an den 18 Monaten, die das Team hatte, um Donkey Kong Country auf die Beine zu stellen, war das Endresultat einsame Spitze. Und Nintendo war sich dessen bewusst. Als Donkey Kong Country auf der Summer CES im Juni 1995 enthüllt wurde, staunten Fans und Presse nicht schlecht, als Nintendo am Ende des Trailers verkündete, dass das Spiel auf dem Super Nintendo erscheinen würde. Die meisten dachten bei dem gezeigten Material, dass das Ganze für Nintendos Ultra 64 Konsole entwickelt wurde. So gut war die Grafik für damalige Verhältnisse. Anderen 16-Bit-Spielen war Donkey Kong Country meilenweit voraus und sorgte dafür, dass viele Videospielbegeisterte mit dem Kauf eines der bereits erhältlichen 32-Bit-Systeme zögerten. Auf dem Panasonic 3DO, dem Atari Jaguar oder auch Segas Mega CD gab es kein einziges Spiel, das so gut aussah. Nach der CES ließ Nintendo ein Making-of produzieren und versendete dieses in Form einer VHS-Kassette an treue Abonnenten des Nintendo Power Magazines in den USA. Auch hierzulande lag die Videokassette zum Mitnehmen aus und gewährte einen Blick hinter die Kulissen des Spiels. Je mehr man davon sah, umso gehypter wurde man. Ich muss es wissen, ich war mit meinen 8 Jahren mittendrin im Hype. Selten wollte ich ein Spiel so sehr haben wie Donkey Kong Country. Als es dann im November 1994 weltweit in den Handel kam, war Segas Aladdin kein Thema mehr. Er musste sich Donkey Kong Country mit Sonic und Knuckles messen, das um dieselbe Zeit für den Sega Mega Drive erschienen war, aber gegen die Affenbande von Nintendo keine Chance hatte. Rares Vorzeigespiel entwickelte sich in kürzester Zeit zum Mega-Hit. Das Marketing wirkte und in nur einer Woche gingen alleine in den USA 500.000 Module über die Ladentheke, was Donkey Kong Country zum, Zitat, Fast-Selling Video Game of All Time machte. 2 Wochen nach Release verzeichnete Nintendo of America 1 Million verkaufter Einheiten und 6 Millionen bis Jahresende, was ein sensationelles Weihnachtsgeschäft für Nintendo bedeutete und über 400 Millionen US-Dollar in die Kassen spielte. Donkey Kong Country war plötzlich überall. Bis zum Ende der SNES-Ära sollte sich das Jump'n'Run insgesamt über 9,3 Millionen Mal verkaufen, was es bis heute zum dritterfolgreichsten SNES-Spiel macht. Und gleichzeitig zum erfolgreichsten Donkey Kong-Spiel. Kein anderer Teil des Franchises sollte je an diese Verkaufszahlen herankommen. Aber man kann es dem Spiel nicht verübeln. Donkey Kong Country vereinte Ende 1994 eine tadellose Spielbarkeit mit unglaublicher Grafik und einem fantastischen Soundtrack. Es war zugänglich genug, sodass Anfänger ihren Spaß damit haben konnten und wurde mit jeder Welt immer herausfordernder, sodass sich auch Hardcore-Gamer nicht langweilten, vor allem wenn sie alle Geheimnisse entdecken wollten. Es fand die perfekte Balance aus Spielbarkeit, Optik und Akustik, etwas, das bis heute nur wenigen Videospielen gelingt. Als ich das Spiel irgendwann 1995 zum ersten Mal in mein SNES steckte, wurde ich verzaubert. Anders kann ich das nicht beschreiben. Es übt bis heute eine unbeschreibliche Magie auf mich aus. Sobald ich mit Donkey Kong die ersten Meter im ersten Level hinter mich bringe, kann ich nicht mehr aufhören. Viele der Musikstücke kann ich heute aus dem Kopf nachpfeifen und die Level kenne ich alle auswendig. Natürlich spielt heute eine Menge Nostalgie mit, wenn ich sage, dass das Spiel nichts von seinem Charme verloren hat. Ich greife zwar ein wenig vorweg, aber ich finde den ersten Teil bis heute am besten. Teil 2 mag kreativeres Leveldesign bieten, hat mich aber nicht mehr so umgehauen wie der erste. Hier war der Wow-Effekt einfach deutlich größer und ich bin bis heute sehr großer Fan des Spiels.
Der Erfolg des Jump'n'Runs katapultierte Rare endgültig in den Entwickler-Olymp. War das britische Studio auch davor schon für zahlreiche gute Spiele bekannt, so hatten sie sich mit Donkey Kong Country weltweit einen starken Namen gemacht. Und das war Nintendo keinesfalls entgangen. Die Japaner sahen das Potenzial und kauften 1995 25% des Studios, was Rare zu einem Second-Party-Entwickler machte. Über die Jahre sollte Nintendo seinen Anteil auf 49% erweitern, bis sie sich 2002 dazu entschließen würden, ihre Anteile an Microsoft zu verkaufen. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. '95 erschien dann auch ein weiterer Ableger der Donkey Kong Country Reihe. Aber bevor ich über den offiziellen zweiten Teil berichte, der im Dezember 95 das Licht der Welt erblicken würde, möchte ich vorher über Donkey Kong Land sprechen. Und ja, streng genommen zählt die Donkey Kong Land Reihe nicht zur Country Reihe. Aber die Spiele sind so eng miteinander verwoben, dass ich nicht umhin komme, in diesem Video auch über die Land Trilogie zu sprechen, zumal sie sich spielerisch sehr ähnlich sind. Dabei handelt es sich im Übrigen nicht um einfache Ports der SNES-Originale, obwohl Donkey Kong Land ursprünglich als reiner Port gedacht war. 1994 nämlich, noch während der Entwicklung des ersten Teils, kam Tim Stamper auf Paul Makacek zu, der bei Rare für die Gameboy-Adaption ihrer Spiele zuständig war. Stamper wollte einen Gameboy-Port des ersten Spiels sehen, jedoch schlug Makacek vor, ein komplett eigenständiges Spiel zu kreieren. Er beruf sich dabei auf das erste Battletoads-Gameboy-Spiel, das ursprünglich auch als Port des NES-Originals gedacht war und als eigenständiger Ableger besser bei Fans und Presse ankam. Stamper gab grünes Licht und Makacek begann mit 14 weiteren Entwicklern die Arbeiten an Donkey Kong Land, das im Sommer 95 weltweit auf dem Game Boy veröffentlicht wurde und ähnlich wie das SNES-Original die Hardware an seine Grenzen brachte. Auf Basis der Battletoads Engine schaffte es das Team, sich die Advanced Computer Modeling Technologie auch auf dem Game Boy zunutze zu machen. So wurden die SGI-Modelle stark komprimiert und auf das Game Boy-Modul gepresst, was eine Grafik ermöglichte, die 1995 auf dem Game Boy ebenfalls neue Maßstäbe setzte. Zumal hier viele bewegliche Elemente wie Lianen oder Fässer implementiert wurden, um das Gameplay zu bereichern, jedoch recht schwer auf dem Brotkasten umzusetzen waren. Daher mussten an anderer Stelle Kompromisse eingegangen werden, wie zum Beispiel in der Anzahl der dargestellten Figuren. Aufgrund der Hardware-Limitationen musste man auch bei der Musik Abstriche machen. David Wise schrieb einige seiner Tracks aus Donkey Kong Country um und passte diese auf den Soundchip des Game Boy an, während Graham Norgate Musik für die komplett neuen Level beisteuerte. Und da Donkey Kong Land und Country die meiste Zeit über parallel entwickelt wurden und die beiden Teams wenig miteinander zu schaffen hatten, wurde aus Donkey Kong Land ein komplett eigenständiges Spiel, das zwar einer ähnlichen Prämisse folgt und ein ähnliches Gameplay bietet, jedoch mit völlig anderen Levels und komplett neuen Welten daherkam. Das Team baute neben Dschungelumgebungen auch ein paar Level mit Piraten-Setting ein, die wir so erst im Nachfolger auf dem Super Nintendo zu sehen bekamen. Außerdem gab es brandneue Welten, wie die Chimpanzee-Wolken oder die Affenstadt, natürlich jeweils mit eigenen Levels, die es teils wirklich in sich hatten. Innerhalb der Level trafen die Kongs auch auf neue Feinde, wie zum Beispiel fliegende Schweine, hinterhältige Schalentiere, Maulwürfe oder Wirbelwinde, die für mächtig Ärger sorgten. Unterwegs konnten die bekannten Items gesammelt werden und eine neue Kong-Mütze brachte wertvolle Leben ein, wenn man sie ausfindig machte. Apropos Leben, diese waren natürlich auch auf dem Game Boy sehr wertvoll und wenn man nicht oft genug speicherte, waren diese in den letzten beiden Welten schnell verbraucht. Das Speichern funktioniert auf dem Game Boy jedoch anders. Nur wer alle Kong-Buchstaben in einem Level fand, bekam am Ende die Möglichkeit, das Spiel abzuspeichern. Und was in den ersten beiden Welten noch locker machbar war, gestaltete sich ab Welt 3 sehr schwer, was das Spiel zu einer kleinen Geduldsprobe machen konnte. Schuld daran waren die etwas hakelige Steuerung und die nicht immer genaue Kollisionsabfrage, die perfekte Sprünge erschwerte und für reichlich Frust sorgen könnte. Was ich übrigens absolut bestätigen kann. Für dieses Video habe ich Donkey Kong Land via Super Game Boy gespielt und bin in der vierten und letzten Welt regelrecht verzweifelt. Kritik erntete zudem auch die Optik. Zwar war Donkey Kong Land grafisch wirklich stark und fing den Look and Feel des SNES-Spiels sehr gut ein, jedoch verschmolzen die Charaktere oftmals so sehr mit im Hintergrund, dass es vor allem auf den Gameboy-Geräten zuweilen sehr schwer war, Feinde und Abgründe auszumachen.
Das Spielen fiel auf dem Super Game Boy schon leichter, da Rare dem Ganzen auch offiziellen Super Game Boy Support zusicherte und neben einer Farbpalette auch einen individuellen Rahmen bereitstellte, den ihr hier übrigens auch sehen könnt. Aber trotz der herrschenden Kritik mauserte sich auch Donkey Kong Land zu einem großen Hit. Zwar kamen die Verkaufszahlen nicht an das SNES-Spiel heran, jedoch konnte Nintendo insgesamt 3,91 Millionen verkaufte Einheiten verzeichnen, was aus Donkey Kong Land das am besten verkaufte Donkey Kong-Spiel auf dem Game Boy machte. Das amerikanische GamePro-Magazin kürte Donkeys Game Boy-Auftritt zum Game Boy-Spiel des Jahres 1995 und Wertungen jenseits der 80er und 90er Marke bestätigten die spielerische Qualität trotz kleinerer Mängel. Und kleiner Fun-Fact nebenbei, die drei Donkey Kong Land-Spiele waren die einzigen Game Boy-Module, die in gelber Farbe daherkamen. Ein cooles kleines Detail, wie ich finde. Im Mai des Jahres 95, knapp einen Monat bevor Donkey Kong Land in den USA in den Handel kam, fand die erste E3 statt, die seinerzeit die Computer Electronics Show, kurz CES, ablöste. Dort enthüllte Nintendo den Nachfolger zu Donkey Kong Country, der bereits Ende des Jahres erscheinen sollte. Um Fans zu überraschen, hatte Rare sich für den zweiten Teil einige Änderungen überlegt, die alle in knapp einem Jahr auf die Beine gestellt wurden. So musste Donkey Kong aus den Fängen von King K. Rool gerettet werden. Somit schlüpfte Sidekick Diddy in die Rolle des Helden und wurde dabei auf seine Rettungsmission von Dixie Kong unterstützt, einem gänzlich neuen Charakter, den das Team für Donkey Kong Country 2 erschaffen hatte. Der Zusatz Diddy's Conquest trug dabei ein bewusst eingebautes Wortspiel, das den Siegeszug Diddys zeigen sollte, der sich mit Dixie dran machte, die Krokodilinsel zu erobern, die ihrerseits in 8 verschiedene Welten mit insgesamt 51 Leveln unterteilt war. Anders als der Vorgänger war Donkey Kong Country 2 deutlich offener im Spieldesign und lud zum Erforschen der Level ein. Es waren zahlreiche Geheimnisse, Bonuslevel und diverse Items versteckt, die teilweise benötigt wurden, wenn man die geheime Welt freischalten und das Spiel mit 101% abschließen wollte. Doch das war gar nicht so leicht. Rare hatte auf Kritik seitens Fans reagiert, die den ersten Teil als zu leicht empfanden. Also wurde der Schwierigkeitsgrad nach oben geschraubt und einige neue Feinde ins Spiel eingebaut, die den beiden Affen das Leben schwer machen sollten. Mit Swanky Kong wurde ein neuer Nebencharakter vorgestellt, bei dem man Quizfragen beantworten und Bonusgegenstände oder Bananenmünzen gewinnen konnte. Cranky und Funky Kong gaben sich ebenfalls im Nachfolger zu erkennen, wohingegen Candy Kong gestrichen und durch Wrinkly Kong, Crankys Frau, ersetzt wurde. Diese wollte nun Münzen haben, wenn man pro Welt mehr als einmal den Spielstand speichern wollte, was das Spielgeschehen nochmal intensivierte, da man abwägen musste, ob man die in den Leveln gesammelten Münzen dafür ausgeben wollte. Neben den bekannten Kong-Buchstaben und den besagten Bananenmünzen, die unter anderem zum Speichern benötigt wurden, waren noch riesige DK-Münzen und Cram-Münzen versteckt. Erstere benötigte man für Cranky Kong und mit letzteren erhielt man Zugang zur geheimen Welt, was den Wiederspielwert natürlich in die Höhe schraubte, da die Level so konzipiert waren, dass man nicht beim ersten Durchgang alle Münzen fand. Um erfolgreich durch die verschiedenen Areale zu gelangen, standen Diddy und Dixie unterschiedliche Fähigkeiten zur Verfügung. So beherrschte der flinke Diddy einen starken Angriff via Ratschlag, während Dixies Helikoptersprung hervorragend dafür geeignet war, auch entlegene Plattformen zu erreichen oder präziser zu landen. Zudem konnten sich die Helden durch Druck auf den A-Knopf Huckepack nehmen. Via Y-Knopf konnte man den Partner werfen und so entweder lästige Gegner besiegen oder höher gelegene Bereiche erreichen, was das generelle Gameplay weiter bereicherte. Und natürlich waren auch die tierischen Begleiter vertreten, wobei erst nur Rambi und N'Gard aus dem Vorgänger ins neue Spiel geschafft haben. Dafür standen mit Squawks dem Papagei, Rattly der Klapperschlange und Squitter der Spinne neue Tiere zur Verfügung, jedes mit ganz individuellen Fähigkeiten. Außerdem halfen andere Tiere den beiden Affen situativ aus, indem sie zum Beispiel Licht spendeten oder das Wasser säuberten, wie Sklepper der Seehund hier in diesem Level. Wie ihr merkt, war Diddy's Conquest vollgestopft mit Extras und spielerischer Abwechslung, was sich auch im Leveldesign widerspiegelte. War Donkey Kongs Insel im ersten Teil noch halbwegs zusammenhängend gestaltet, bot die Krokodilinsel sehr viele unterschiedliche Welten, die thematisch nicht anders sein konnten. Ein Piratenschiff, das Innere eines Vulkans oder ein ganzer Freizeitpark konnten ebenfalls erforscht werden wie die verlorene Welt oder King K. Rools Reich, das wirklich knackige Level bot und einiges von den Spielern verlangte.
Ähnlich sah es auch bei der Musik aus. Diesmal zeichnete sich David Wise alleine für den Soundtrack des Spiels verantwortlich und übertraf sich damit selbst. Ich wage zu behaupten, dass der Donkey Kong Country 2 Soundtrack mit zum Besten gehört, was man auf dem Super Nintendo zu hören bekommt. Was David Wise hier abgeliefert hat, ist einfach nur unglaublich. Stücke wie Sticker Brush Symphony, Forest Interlude oder Mining Melancholy sind zeitlos und sorgen bei mir auch 29 Jahre später immer noch für Gänsehaut. Alles in allem lieferte Rare mit Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest das perfekte Sequel ab. Es war größer, wilder und besser. Und das in allen Bereichen. Natürlich fehlte der krasse Wow-Effekt, was die reine Grafik anging, da hier dieselbe Technologie verwendet wurde. Aber nichtsdestotrotz gehört das Spiel bis heute zu den besten SNES-Spielen, die man auf der Konsole spielen kann. Und die Fans sowie Pressevertreter sahen das anno 1995 ähnlich. Als das Spiel Ende 95 in den Handel kam, hatten Händler Schwierigkeiten für Nachschub zu sorgen. Es wurde ihnen quasi aus der Hand gerissen, was zur Folge hatte, dass DKC 2 zum zweitabsatzstärksten Spiel des Jahres avancierte, gleich nach Yoshi's Island. Und wir sprechen von dem Jahr, wo sowohl die PlayStation 1 als auch der Sega Saturn bereits im Handel zu haben waren. An die sagenhaften 9,31 Millionen verkauften Einheiten des Vorgängers kam der zweite Teil zwar nicht mehr ran, konnte aber dennoch mit 5,15 Millionen verkauften Einheiten von sich reden machen. '96 durften sich Donkey Kong Fans über zwei neue Spiele freuen. Zuerst erschien Donkey Kong Land 2 im November auf dem Game Boy und war eine konsequente Weiterentwicklung des ersten Land-Teils. Es folgte in Sachen Story und spielerischem Aufbau dem großen SNES-Vorbild, bot aber erneut komplett eigenständige Level, auch wenn die Levelnamen aus Donkey Kong Country 2 übernommen wurden. Vielleicht war das auch der Grund, warum Nintendo Power von einer simplen Umsetzung des SNES-Spiels sprach, aber das stimmte so gar nicht. Es begrenzte sich zwar auf die Elemente des SNES-Ablegers, aber das unterschiedliche Level-Design lud auch Veteranen zum erneuten Durchspielen ein. Schade war nur, dass es keinerlei neue Elemente bot, wie etwa neue Gegnertypen oder Items, wie es noch im ersten Donkey Kong Land Ableger der Fall war. Trotzdem war auch Donkey Kong Land 2 ein grandioses Jump'n'Run, das grafisch noch einiges aus der Gameboy-Hardware herausholte und einen besseren Job daran machte, Freund und Feind besser vom Hintergrund abzugrenzen, was das Spielen auf Original-Hardware erleichterte. Spielerisch war es seinem Vorgänger um Längen voraus, wie ich selbst feststellen durfte. Die mangelnde Kollisionsabfrage, die mich beim ersten Donkey Kong Land-Spiel noch Nerven gekostet hatte, ist hier komplett ausgemerzt worden. Auch das Sprungverhalten ist um ein Vielfaches besser und direkter, was dazu führt, dass sich der Gameboy-Ableger viel besser steuern lässt und weniger Frustmomente bietet. Natürlich kam auch der zweite Gameboy-Ableger in Form eines gelben Moduls daher und war zudem Super Gameboy optimiert, was auch meine präferierte Art ist, das Spiel zu spielen. Übrigens, die Arbeit an der Musik übertrug Rare diesmal an einen jungen Mitarbeiter, der erst kurz vor der Entwicklung des Spiels zu Rare gestoßen war, Grant Kirkhope. Er sagte einmal in einem Interview, dass ihm die Arbeit am Donkey Kong Land 2 Soundtrack recht schwer gefallen war, weil es sich kompliziert darstellte, die Musikstücke des SNES-Vorbilds auf den Game Boy Soundchip zu übertragen. Dennoch leistete er gute Arbeit und sollte nach Fertigstellung an Project Dream arbeiten, das zu Banjo-Kazooie evolutionieren würde, wo er ebenfalls den Soundtrack beisteuerte. Insgesamt ging Donkey Kong Land 2 2,35 Millionen Mal über die Ladentheke, was erneut unter Beweis stellte, dass Rare ihr Handwerk verstand und sich die Affen auf dem Game Boy einen festen Platz in den Herzen der Fans gesichert hatten. Einen Monat nach dem Release von Donkey Kong Land 2 stand das dritte und letzte Donkey Kong Abenteuer für Super Nintendo in den Händlerregalen. Donkey Kong Country Dixie Kongs Double Trouble. Es war Nintendos letzter großer Titel für Super Nintendo. Schließlich war das Nintendo 64 in Japan und den USA bereits zu haben und stand für Europa in den Startlöchern. Dennoch wollte man das beliebte Super Nintendo noch unterstützen und Donkey Kong Country 3 sollte dabei helfen, noch ein paar Konsolen zum Weihnachtsgeschäft an den Mann zu bringen.
Dabei entstand der dritte Teil der Reihe erneut in nur einem Jahr, denn die Entwicklung begann direkt nach der Veröffentlichung des zweiten Teils Ende 1995, auch wenn sich das Entwicklerteam nach Fertigstellung von Diddy's Conquest aufgeteilt hatte. Ein Teil des Teams begann die Arbeiten an einem Spiel mit dem Codenamen Project Dream, einem Action-RPG, das fürs Super Nintendo geplant war und sich mit der Zeit in Banjo-Kazooie entwickeln würde. Der verbliebene Rest des Donkey Kong Country 2 Teams begann die Arbeiten an Teil 3 und wollte Fans der Affenbande erneut in vielerlei Hinsicht überraschen. So verlagerte man das Setting in die nördliche Kremlingsphäre, einer Umgebung, die mit ihren Wäldern und Seen an ländliche Bereiche Europas und Kanadas erinnert. Dorthin waren nämlich Donkey und Diddy aufgebrochen. Als sie jedoch nicht mehr zurückkehrten, fasste Dixie den Entschluss, auf die Suche nach den beiden zu gehen. In der neuen Spielwelt angekommen, traf sie auf Funky Kong, der dort einen Bootsverleih betrieb. Dieser stellte Dixie den jungen Kiddy Kong zur Seite, der im dritten Teil die Riege der spielbaren Helden bereicherte, dessen Design aber nicht bei allen auf Wohlwollen stieß. Dabei glich Kiddy Kong spielerisch Donkey Kong. Er war schwerer, etwas träge und konnte somit starke Feinde außer Gefecht setzen. Außerdem konnte Kiddy mit Hilfe der Huckepack-Aktion Bereiche offenlegen und so Wege zu Bonusräumen freilegen. Dixie hingegen behielt ihre Fähigkeiten aus dem Vorgänger, während sie mit Kiddy Kong im Schlepptau die 8 Welten der nördlichen Kremlingsphäre erkunden und dabei 48 Level absolvieren musste. Andere Kong-Mitglieder unterstützten sie dabei. So waren Cranky, Winkly, Funky und Swanky Kong ebenfalls wieder mit von der Partie. Genauso wie die tierischen Begleiter, wobei Rambi von Ellie dem Elefanten abgelöst wurde, der Wasser aus seinem Rüssel speien konnte. Spielerisch hatte sich hingegen nicht allzu viel verändert. Immer noch sprang man durch wunderschöne Level, musste heiklige Situationen absolvieren, Gegner besiegen und Endbosse bekämpfen. Und anders als der Vorgänger fühlte sich Donkey Kong Country 3 rein vom Setting her wieder etwas bodenständiger an. Es gab Wälder, Eislevel, Höhlen und gefährliche Scheunenlevel, die allerhand Hindernisse boten. Im Direktvergleich waren die Abschnitte des zweiten Teils jedoch etwas abgedrehter und damit auch einprägsamer, wohingegen die Grafik ein neues Niveau erreichte. Nachdem ich im Zuge des Videos die Trilogie am Stück gespielt habe, kann ich bestätigen, dass Donkey Kong Country 3 das schönste Spiel der Reihe ist. Die Farben sind nochmal satter, die Level bunter und die allgemeine Grafik einen Ticken schärfer als im direkten Vorgänger. Was den Soundtrack angeht, so war Evelyn Novakovic für den Großteil der Musikstücke verantwortlich. David Wise steuerte zwar auch ein paar Tracks bei, aber alles in allem erreichte Novakovics Arbeit leider nicht die Klasse des Donkey Kong Country 2 Soundtracks. Damit will ich nicht sagen, dass die Musik schlecht ist, ganz im Gegenteil. Es gibt nur keine wirklichen Stücke, die länger im Gedächtnis bleiben. Aber ich denke, dass es auch nahezu unmöglich war, nach dem Meisterwerk von David Wise in dessen Fußstapfen zu treten und die Musik des Vorgängers zu überbieten. Der Soundtrack und die zu dem Zeitpunkt schon bekannte und vielleicht auch etwas ausgelutschte Gameplay-Formel waren übrigens die einzigen beiden Kritikpunkte, als das Spiel zu Weihnachten 96 im Handel auslag. Die Presse lobte die Grafik und bescherte dem Spiel trotz Kritik erneut Top-Wertungen. Der ganz große Verkaufserfolg blieb aber aus, was meiner Meinung nach nicht einmal etwas mit der Qualität des Spiels zu tun hatte. Donkey Kong Country 3 ging 3,51 Millionen Mal über die Ladentheke und war damit hinter den beiden Vorgängern. Aber der Zeitpunkt war von Nintendo auch unglücklich gewählt. Im September 96 hatte der Konzern das N64 in den USA bereits veröffentlicht, während die Konsole in Japan bereits seit Juni zu haben war. Klar, dass viele Käufer zum Weihnachtsgeschäft zur Next-Gen-Konsole griffen und Donkey Kong Country 3 in dem Zuge links liegen ließen. Aber ja, nach drei hervorragenden Spielen war die bekannte Donkey Kong Country Formel vielleicht wirklich schon etwas ausgelutscht. Dennoch sollte ein drittes und letztes Spiel Ende 97 auf dem Game Boy erscheinen, zumindest in Europa und den USA. Denn im Oktober des Jahres 97 brachte Nintendo Donkey Kong Land heraus, das sich erneut an dem Super Nintendo Spiel orientierte, jedoch erneut komplett eigenständige und damit neue Level bot. Es war qualitativ auf einer Ebene mit Donkey Kong Land 2. Die Grafik war für Gameboy-Verhältnisse ein weiteres Mal hervorragend und die Spielbarkeit nahe am SNES-Original. Nach drei Donkey Kong Land-Spielen hatte Rare den Bogen raus und bescherte allen Gameboy-Besitzern ein hervorragendes Jump'n'Run, das in keiner Sammlung fehlen sollte.
Rückblickend betrachtet werden Donkey Kong Country 3 als auch Donkey Kong Land 3 in der Fan-Community oftmals als schwarze Schafe angesehen, auch wenn ich die Gründe dafür nicht wirklich nachvollziehen kann. Vielleicht liegt es daran, dass wir weder Donkey noch Diddy spielen konnten oder dass Kiddy Kong designtechnisch nicht der beste Kong-Charakter war, den Rare geschaffen hatte. Aber rein spielerisch kann man Donkey Kong Country 3 nichts Falsches vorwerfen. Es ist ein grandioses Jump'n'Run mit vielen tollen Ideen, knackigen Levels und vielen Sammelgegenständen, die den Wiederspielwert im Vergleich zum Vorgänger noch einmal anhoben. Ja, Donkey Kong Country 2 hatte die Messlatte sehr hochgelegt, aber ich finde nicht, dass Donkey Kong Country 3 schlechter abschneidet. Als ich es für dieses Video spielte, empfand ich das Spiel sogar recht erfrischend. Ich mag das Setting total und die Grafik gehört immer noch zum Besten, was wir auf dem Super Nintendo zu sehen bekommen. Wenn ihr also wisst, warum das Spiel als das schwarze Schaf gehandelt wird, dann klärt mich in den Kommentaren bitte auf. Gleiches gilt übrigens auch für Donkey Kong Land 3. Mit dem Release von Donkey Kong Country 3 sowie Land 3 endete die offizielle Donkey Kong Country Trilogie von Rare und es sollten 2 Jahre ins Land gehen, bis wir die Affenbande wiedersehen sollten, zumindest in Videospielform. Abseits des Konsolensektors konnten sich Donkey Kong Country Fans ab 97 an einer Animationsserie erfreuen, die bis ins Jahr 2000 ausgestrahlt wurde und 40 Episoden bekam. Dabei handelte es sich um eine französisch-kanadische Produktion, die von den Abenteuern der Kong-Bande erzählte und auch King K. Rool als Widersacher bot. Hierzulande wurde die Serie ebenfalls ausgestrahlt, auch wenn nur 14 der insgesamt 40 Folgen ins Deutsche übersetzt wurden. Wenn ich mir jedoch die Charaktere so anschaue, dann bin ich nicht sonderlich enttäuscht drüber. Ich finde die Optik grauenhaft und habe daher keine einzige Episode gesehen. Wirklich viel dazu sagen kann ich also nicht. Dennoch wollte ich die Animationsserie hier erwähnen. Nintendo und Rare hatten aber, soweit ich weiß, ihre Finger nicht im Spiel und wer mag, kann sich die Serie auf DVD gönnen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Nach der Fertigstellung von Donkey Kong Country 3 begann das Entwicklerteam die Arbeiten am nächsten Donkey Kong Spiel Anfang des Jahres 1997. Ursprünglich wollten die Entwickler die Donkey Kong Country Reihe auf dem Nintendo 64 fortführen, was zu der Entwicklung eines 2,5D Jump'n'Runs geführt hatte, das es dem Spieler erlauben würde, nicht nur traditionell von links nach rechts zu gehen, sondern auch nach oben und unten innerhalb des Spielerbereichs. Jedoch gestaltete sich die Entwicklung dieses Konzepts als äußerst schwierig, auch weil das Team die bekannte Rendertechnik auf dem Nintendo 64 nicht weiter verwenden konnte. Zwar war das N64 aus einer Zusammenarbeit mit SGI entstanden, wie ich euch ja in meiner großen Nintendo 64 Retrospektive erläutert habe, jedoch war es Rare nicht möglich, ihre Advanced Computer Modeling Technologie auf das neue System zu übertragen. Die Charaktere und alle Levelumgebungen mussten komplett neu designt und in polygonaler Grafik gestaltet werden. Nach einer 18-monatigen Entwicklungszeit stellte das Team daher die Idee des 2,5D-Plattformers ein. Zu dem Zeitpunkt war Banjo-Kazooie auf dem Nintendo 64 erschienen und zeigte eindrucksvoll, wie ein Jump'n'Run in 3D funktionierte, weshalb sich das Donkey Kong-Team die Banjo-Entwickler zu Hilfe holte und die Entwicklung eines komplett dreidimensionalen Donkey Kong Country-Spiels begann. Um Donkeys Abenteuer von der Country-Reihe abzugrenzen und auch von der Spielmechanik eines Banjo-Kazooie abzuheben, entschied sich das Team dazu, die Buddy-Mechanik über Bord zu werfen. Schließlich trieb Banjo-Kazooie das Zwei-Helden-Konzept an die Spitze und um Ähnlichkeiten mit dem Jump'n'Run-Hit zu vermeiden, wollte das Entwicklerteam gleich mehrere spielbare Figuren erschaffen, wobei nur Donkey und Diddy als alteingesessene Helden einen Platz in der neuen Charakterriege bekamen. Die restlichen Figuren wurden alle neu für das Spiel gestaltet. Außerdem gab es da noch Tim's Temper, der immer mehr sammelbare Gegenstände im Spiel sehen wollte. Er forderte die Entwickler auf, immer mehr Items innerhalb der Level zu platzieren, um die Spieler länger zu beschäftigen und dem Spiel gleichzeitig einen offenen Spielfluss zu verpassen. So wurden individuelle Gegenstände wie Bananen und Münzen für jeden der 5 spielbaren Charaktere in den Levels platziert, was dafür sorgte, dass man bereits gespielte Bereiche bis zu 5-mal erneut absuchen musste. Eine Designentscheidung, die nicht überall Gefallen finden sollte. Aber hört's ja nicht mal auf. Die Affen bekamen neben neuen Fähigkeiten, die sie sich bei Cranky Kong abholen konnten, auch neue Waffen und Instrumente, die diverse neue spielerische Möglichkeiten erlaubten. Die große Menge an spielbaren Charakteren, großen Spielwelten und sammelbaren Gegenständen, gepaart mit der für damalige Verhältnisse sehr guten 3D-Grafik mit einer scharfen Darstellung und großer Sichtweite, setzte eine neue Hardware in Form des Expansion Packs voraus.
Nintendo argumentierte damals, dass die 4 MB Speichererweiterung genutzt wurde, um das Spiel mit einer flüssigeren Framerate darzustellen. Jedoch sorgte die Aussage eines Rare-Mitarbeiters für ein Gerücht, das sich relativ lange hielt und besagte, dass das Expansion Pack benötigt wurde, um einen Bug auszumerzen, der das Spiel an einer Stelle zum Einsturz brachte. Um dies zu vermeiden, entschied sich Nintendo, das Expansion Pack, das in der Regel separat verkauft wurde, dem Spiel zum Release beizulegen, so Chris Marlows Aussage. Jedoch wurde das Gerücht von einem anderen Rare-Entwickler, der tatsächlich an Donkey Kong 64 gearbeitet hatte, in einem Interview widerlegt. Mark Stevenson, der als Artist an dem Spiel mitgewirkt hatte, erklärte, dass das Expansion Pack vorausgesetzt wurde, um die Echtzeit-Licht- und Partikeleffekte im Spiel darzustellen. Daher entschied sich Nintendo dazu, die Speichererweiterung beizulegen. Ob das nun stimmt oder nicht, das kann man per heute wirklich schwer überprüfen. Fakt ist aber, dass Donkey Kong 64 das einzige Spiel war, dem das Expansion Pack beilag. Spiele wie Zelda, Majora's Mask oder Perfect Dark setzten das Expansion Pack ebenfalls voraus, jedoch entschied sich Nintendo bei den Titeln gegen das Bundle. Und Fakt ist auch, dass Donkey Kong 64 zu den schönsten Spielen auf dem Nintendo 64 zählte und sogar 16:9 Breitbildunterstützung und Dolby Surround Sound bot. Apropos Sound, diesmal war es Grant Kirkhope, der die Musik beigesteuert hatte, nachdem er bereits für den Soundtrack von Donkey Kong Land 2 Lob eingefahren hatte. Die Musik war erwartungsgemäß gut, ließ jedoch einen gewissen Wiedererkennungswert mit der Donkey Kong Country Trilogie vermissen. Eher erinnerten viele Klänge an die Musikstücke aus Banjo-Kazooie, bei dem Kirkhope ebenfalls die Musik komponiert hatte. Der DK-Rap gehört wohl zu dem bekanntesten Lied des Spiels. Dieser wurde im Intro gespielt und stellte die spielbaren Charaktere und ihre Fähigkeiten vor. Neben Donkey und Diddy waren diesmal Tiny, Lanky und Chunky Kong mit von der Partie. In sogenannten Tauschfässern war es möglich, zwischen den Charakteren umzuschalten. Und das war auch bitter nötig, wenn man das Spiel komplett abschließen und alle Items sammeln wollte. Dabei stand anfangs nur Donkey Kong zur Verfügung, da King K. Rools Schergen die anderen Kong-Mitglieder in den verschiedenen Welten gefangen hielten. Erst wenn man Diddy, Tiny und Co. befreite, waren diese spielbar. Und die Welten hatten es wirklich in sich. 8 an der Zahl waren sie deutlich größer als in Banjo-Kazooie und vollgestopft mit zahlreichen Feinden, aber auch Nebencharakteren, die während des Spiels aushalfen, wie etwa Funky, Cranky oder Candy Kong. Aber auch Snide, ein neuer Charakter, bei dem man Blaupausen im Tausch gegen wertvolle goldene Bananen abgeben konnte. Die aus Donkey Kong Country 2 und 3 bekannte Wrinkly Kong war ebenfalls am Start, jedoch war sie als Geist vor den jeweiligen Welteneingängen zu finden und versorgte die Spieler mit wertvollen Tipps und Tricks. All diese Elemente sorgten dafür, dass sich Donkey Kong 64 zwar neu anfühlte, aber dennoch genug Verzweigungen zu den vorangegangenen Titeln aufwies, um Fans bei Laune zu halten. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, das Spiel in diesem Video mit aufzunehmen. Ja, technisch gesehen ist das kein Country-Teil, aber nur weil das Spielprinzip in die dritte Dimension verfrachtet wurde und man nun große Welten statt mehrerer kleiner Level unsicher machte, heißt es ja noch lange nicht, dass es sich hier um ein gänzlich anderes Spiel handelt. Selbst die Handlung setzte nach der Donkey Kong Country Trilogie an, als King K. Rool ein weiteres Mal vor Donkey Kongs Insel auftauchte und Rache schwor. Trotzdem fühlte sich Donkey Kong 64 zuweilen eher nach einem Banjo-Kazooie-Nachfolger an, was durch den Soundtrack noch einmal verstärkt wurde. Als ich das Spiel im Zuge dieser Retrospektive spielte, kam ich nicht umher, die Musik andauernd mit Banjo-Kazooies Soundtrack zu vergleichen. Grant Kirkhope hat saubere Arbeit geleistet, keine Frage. Dennoch habe ich durchgehend den Vibe vermisst, den David Wise in den SNES-Spielen einbrachte. Durch die neue spielerische Ausrichtung kam Donkey Kong 64 jedoch nicht bei allen Fans gleich gut weg. Vielen gefiel die Suche nach den unzähligen Items und das Erforschen der großen Welten, andere empfanden die Anzahl der Sammelgegenstände jedoch als zu hoch und fühlten sich mit dem Spiel überfrachtet. Dem Erfolg hat es aber nicht geschadet. Unterstützt durch eine 22 Millionen Dollar teure Marketingkampagne entwickelte sich Donkey Kong 64 zu einem absoluten Hit, als es zum Weihnachtsgeschäft 99 im Handel zu finden war. Die Presse überschüttete das Spiel mit Top-Wertungen und zahlreichen Game of the Year Awards. Insgesamt konnte Nintendo bis zum Ende der Nintendo 64-Ära 5,27 Millionen Spiele verkaufen, was aus Donkey Kong 64 einen weiteren Millionenseller machte. Leider war das Rares letztes Donkey Kong Spiel, bevor sie 2002 von Nintendo an Microsoft verkauft wurden, was jedoch nicht bedeutet, dass in den Folgejahren nicht noch andere Donkey Kong Country Spiele veröffentlicht wurden.
So erschien im Jahr 2000, nur knapp zwei Monate nach dem Release von Donkey Kong 64, das Japan-exklusive Donkey Kong Land 3 für den Game Boy Color. 1997, als Donkey Kong Land 3 für Game Boy veröffentlicht wurde, ging Japan leer aus. Knapp zweieinhalb Jahre später erhielten die Japaner aber die wohl beste Fassung des Spiels mit angepasster Farbpalette, die das Spiel noch viel besser machte. Im Westen erschien die Game Boy Color Version des Spiels leider nicht mehr nachträglich. Jedoch bekamen wir hierzulande im November des Jahres 2000 das nächste Donkey Kong Abenteuer auf dem Game Boy Color serviert. Diesmal handelte es sich um eine Portierung des SNES-Klassikers Donkey Kong Country. Wobei ich hier schon fast von einem Demake sprechen würde. Rare gelang es tatsächlich, das gesamte Spiel vom Super Nintendo auf den Game Boy Color zu packen, inklusive allen Welten, Feinden und Sammelgegenständen. Mehr noch, die Game Boy Color Fassung enthielt sogar ein neues Level, was es auch für Kenner des Originals nochmal interessanter machte. Dabei reizte das Spiel die Hardware des Game Boy Color erneut aus, wie man es ja von Rare und der Donkey Kong Country bzw. Land Trilogie gewohnt war. Leider blieb es aber nur bei dem Port des SNES Originals. Die beiden Nachfolger blieben dem Game Boy Color fern. Die 2000er waren für Rare und Nintendo eine aufregende Zeit. So veröffentlichten die Briten 2002 mit Star Fox Adventures das erste und letzte Spiel für eine Nintendo Heimkonsole, bevor sie im September 2002 von Microsoft gekauft wurden und fortan Spiele für Xbox entwickeln würden. Der Kauf durch Microsoft hieß aber nicht, dass keinerlei Rare-Spiele mehr für Nintendo-Systeme erscheinen sollten. Da der Redmonter PC-Gigant keine Handheld-Sparte besaß, erlaubten sie Rare weiterhin Spiele für Nintendos portable Geräte zu entwickeln, was zu diversen Titeln für den Game Boy Advance und Nintendo DS führte. So erschien im Juni 2003 Donkey Kong Country für den GBA. Und was als einfacher Port anmutete, war bei näherer Betrachtung ein waschechtes Remake, das von Grund auf für den Game Boy Advance entwickelt wurde. Grund dafür war der Verlust der Quellcodes der SNES-Fassung, der sich laut diverser Aussagen der Entwickler auf zahlreichen Disketten befand und nicht mehr auffindbar war. Diesen Umstand nutzte das Entwicklerteam, das zu dem Zeitpunkt übrigens nicht mehr aus denselben Köpfen bestand, die das Original entwickelt hatten, um Donkey Kong Country auf dem GBA in vielerlei Hinsicht zu erweitern. Zwar glich das Spiel seinem 16-Bit-Original in Sachen Story und spielerischem Aufbau, jedoch spendierten die Entwickler dem Remake einige neue Minispiele, ein neues Intro und neue grafische Assets sowie eine Rollenverteilung bei den Nebencharakteren. So bekam die Insel ein Redesign und auch die Übersichtskarten der jeweiligen Welten erhielten ein Faceover. Zudem konnte man nun per Druck auf den Startknopf jederzeit speichern. Im Gegenzug durfte bei Candy Kong ein neues Tanzminispiel absolviert werden, während man bei Funky Kong weiterhin den Shuttle-Service nutzen, aber auch ein Angelspiel spielen konnte. Beide Minigames waren auch aus dem Hauptmenü heraus auswählbar und boten Fans somit eine Möglichkeit, sich ein wenig Zeit zu vertreiben. Innerhalb der Level waren zudem Kameras versteckt, die Fotos in einem neuen Sammelalbum freischalteten und einen weiteren Anreiz gaben, absolvierte Level nochmal neu zu spielen, sofern man die Kamera nicht gefunden hatte. Abgesehen davon handelte es sich bei Donkey Kong Country aber um das gleiche Spiel wie auf dem Super Nintendo. Fans und Presse feierten den Release und begrüßten die kleinen, aber feinen Ergänzungen. Kritisiert wurde jedoch die Grafik. Diese war keinesfalls schlecht, aber kam nicht an das SNES-Original heran, zumal Rare die Darstellung recht stark aufgehellt hatte, um die nicht vorhandene Beleuchtung des GBA-Displays zu kompensieren. Das war jedoch kein Einzelfall und betraf eine Menge anderer GBA-Spiele. Spielte man das Spiel auf einem normalen Game Boy Advance oder GBA SP, fiel die Helligkeit nicht wirklich ins Gewicht. Ist man heutzutage jedoch auf einem gemodderten Gerät mit IPS-Display unterwegs oder startet das Spiel via Game Boy Player oder Emulator, fällt das schon recht stark auf. Abhilfe schafft heutzutage ein Restoration-Mod, den man via Homebrew anwenden kann. Damit wird die Farbpalette und Helligkeit des SNES-Originals auf den GBA-Ableger übertragen, wie ihr hier sehen könnt. Leider existiert dieser Restoration-Mode aktuell nur für den ersten Teil der GBA-Trilogie. Apropos Trilogie. Im
Im Juni 2004, also genau ein Jahr nach dem Release von Donkey Kong Country auf dem GBA, veröffentlichte Nintendo den Nachfolger, der ebenfalls von Rare als Remake entwickelt wurde und dieselben Ergänzungen beinhaltete wie der Vorgänger. Es gab also erneut ein neues Intro, das zeigte, wie Donkey Kong von King K. Rool entführt wurde. Minispiele waren ebenso wieder dabei wie die versteckten Kameras innerhalb der Level und die Möglichkeit, das Spiel jederzeit speichern zu können. Neu hingegen waren die goldenen Federn, die es ins Spiel geschafft hatten. Pro Abschnitt war eine dieser goldenen Federn versteckt und sammelte man diese ein, gab es bei Cranky eine Überraschung, die man sich abholen konnte. Somit war auch Donkey Kong Country 2 ein tolles Remake, das den Charme des Originals perfekt einfing und mit sinnvollen Details bereicherte, sodass auch Kenner des Originals einen Blick riskieren konnten. Und um die Sache abzurunden, stand im November 2005 der dritte Teil der Trilogie im Händlerregal. Erneut handelte es sich um ein Remake, das jedoch diesmal deutlich mehr bot als die beiden GBA-Vorgänger. Zwar fehlte hier ein neues Intro, das die Story einläutete, jedoch bauten die Entwickler für den dritten Teil eine ganz neue Welt ein, die es als Bonus auf das GBA-Modul geschafft hatte und somit einen echten Mehrwert im Vergleich zum Original bot. Gleiches kann man übrigens auch über den Soundtrack sagen. Boten die ersten beiden GBA-Ableger noch eine komprimierte Fassung der Original Super Nintendo Soundtracks, setzte sich David Wise beim dritten Teil hin und komponierte einen gänzlich neuen Soundtrack, der den Soundchip des GBA gekonnt ausnutzte. Damit wurde die Musik von Evelyn Novakovic, die den Soundtrack im SNES Original komponiert hatte, komplett ersetzt, was dem GBA-Ableger einen gänzlich anderen Charakter verleiht. Zudem übertraf sich David Wise erneut selbst und zauberte für Donkey Kong Country 3 auf dem GBA Melodien, die zum Besten gehören, was man auf dem GBA zu hören bekommt. Tut euch den Gefallen und hört mal auf YouTube in den Soundtrack des GBA-Spiels rein. Allein deshalb lohnt es sich meiner Meinung nach schon, das Spiel auf dem Game Boy Advance nachzuholen, von der neuen Welt und den anderen Modi ganz zu schweigen. Wie viele andere hatte auch ich lange angenommen, dass es sich hierbei um reine Ports der SNES-Originale handelte, weshalb ich lange Zeit einen Bogen um die Spiele gemacht habe, aber nein, es sind echte Remakes. Abgesehen von Donkey Kong Country 3 erschien 2005 ein neuer Konsolenableger der Donkey Kong-Reihe, den ich hier nur kurz erwähnen möchte, da er weder zur Country-Reihe zählt, noch von Rare entwickelt wurde. Donkey Kong Jungle Beat stammt von Nintendo und war als 2,5D-Plattformer konzipiert, der sich den Bongo-Controller zunutze machte, der von Namco für Donkey Konger entwickelt wurde. Man steuerte Donkey Kong, indem man auf die Bongos schlug, was sich vielleicht im ersten Moment seltsam anhörte, in der Praxis aber ganz gut funktionierte und dem Spiel einen Schwung Innovation mit auf dem Weg gab. Wirklich viel gemein hatte das Spiel mit der Donkey Kong Country Reihe aber nicht. Es gab komplett neue Welten, neue Feinde und neue Gefährten, die den Weg ins Spiel gefunden hatten. Daher möchte ich es damit auch belassen. Wer selbst einen Blick riskieren möchte, kann das Spiel auf dem GameCube spielen oder sich die Wii-Fassung besorgen, die 2009 im Rahmen der New Play Control Reihe erschienen war. Nach dem Release von Donkey Kong Country 3 für den GBA sollte es 5 lange Jahre dauern, bis wir Donkey und Diddy Kong in einem klassischen Jump'n'Run wiedersehen sollten. 2010 war die Freude jedoch groß, als Nintendo Donkey Kong Country Returns auf der E3 ankündigte und das klassische Gameplay wieder auf eine stationäre Konsole zurückbrachte. Diesmal waren die Retro Studios für das Spiel verantwortlich, die mit der Metroid Prime Trilogie ihr Können unter Beweis gestellt hatten. Im Dezember 2010 erschien Donkey Kong Country Returns dann für Wii und erinnerte spielerisch stark an die Super Nintendo Trilogie, auch wenn die Retro Studios einige Erneuerungen implementiert hatten. So waren die Kremlings nirgendwo zu sehen. Stattdessen befielen mit den Tikis neue Feinde Donkeys Insel, hypnotisierten Tiere und stahlen den Bananenvorrat der Affenbande. Um diesen zurückzuholen, machten sich Donkey und Diddy auf den Weg durch die gesamte Insel, die aus diversen Biomen bestand und spielerische sowie optische Abwechslung bot. Dabei orientierte sich das Gameplay im Grunde stark an der SNES Trilogie, von links nach rechts sprang man durch die Level, besiegte Feinde und sammelte diverse Items, auch wenn die Retro Studios nur die bekannten Kong-Buchstaben aus den Vorgängern übernommen hatten. So gab es zusätzlich neue Bananenmünzen, die bei Cranky gegen Leben oder andere Items eingetauscht werden konnten, und in den Levels waren zudem Puzzleteile versteckt, die ebenfalls gefunden werden wollten. Cranky war übrigens der einzige Kong-Charakter, der es aus den Vorgängern ins neue Spiel geschafft hatte. Alle anderen Figuren und Gegner wurden von den Retro Studios neu kreiert, um Donkey Kong Country Returns von den Vorgängern abzuheben.
Schweine speicherten an Wegpunkten den Fortschritt und neben den bekannten Tikis waren es vornehmlich Tiere sowie Pflanzen, die Donkey und Diddy das Leben schwer machen wollten. Um sich zu wehren, standen den Helden neue Fähigkeiten zur Verfügung. So war es unter anderem nicht mehr möglich, auf Knopfdruck zwischen Donkey und Diddy zu wechseln. Der Sidekick saß auf Donkeys Schultern, was dazu führte, dass man die Helden gleichzeitig steuerte und so von Diddys Jetpack Gebrauch machen konnte, was das Navigieren durch die Level vereinfachte. Spielte man aber mit einem Freund im Koop, war das parallele Steuern beider Figuren möglich, was ebenfalls eine Neuheit darstellte, da man sich auf dem Super Nintendo auch im Mehrspielermodus abklatschen musste. Da das Spiel für Wii entwickelt wurde, musste natürlich auch die Bewegungssteuerung eingebaut werden. Schüttelte man die Wiimote und den Nunchuck, schlug Donkey auf den Boden, um damit Felsen oder Pflanzen kaputt zu machen. Außerdem konnte man mit Bewegen der Wiimote Pusteblumen auspusten, was auf Wunsch von Shigeru Miyamoto ins Spiel integriert wurde, um das Spielgefühl noch immersiver zu machen. Selbst die bekannte Rollattacke wurde durch Bewegungssteuerung ausgeführt, was nicht bei allen Fans gefallen fand. Viele erachteten die Fuchtelsteuerung als aufgesetzt, da so präzise Sprünge erschwert wurden. Wer mochte, konnte das Spiel auch mit quergehaltener Wiimote spielen, ähnlich wie es bereits New Super Mario Bros. Wii erlaubte. Durch die Neuausrichtung gelang den Retro Studios ein kleiner Geniestreich. Donkey Kong Country Returns wurde erfolgreich wiederbelebt und die Entwickler hatten es dennoch geschafft, das bekannte Spielgefühl auf der Wii beizubehalten. Dafür sorgte auch die gute Grafik und der gelungene Soundtrack, der diesmal von Nintendo-Komponisten Kenji Yamamoto kreiert wurde. Yamamoto war schon für die Musik der Metroid Prime-Spiele verantwortlich gewesen und remixte für Donkey Kong Country Returns die Tracks der Vorgänger gekonnt, während er auch ein paar eigene Kreationen einbaute. So entstand eine Musik, die vertraut klang und den Soundtrack dennoch mit mehr Pep in die Moderne brachte. David Wise bekam leider zu spät von dem Projekt Wind. 2009 trennte er sich von Rare, da er mit der Ausrichtung des Studios unter Microsoft nicht zufrieden war. Als er sich dann mit dem CEO der Retro Studios vernetzte, stand Donkey Kong Country Returns kurz vor der Fertigstellung. Jedoch einigten sich Wise und die Retro Studios darüber, dass er bei einem potenziellen Nachfolger als Komponist zurückkehren würde. Als das Spiel dann im November 2010 in den USA startete und einen Monat später in Europa und Japan erschien, stand ein weiterer Hit ins Haus. Es regnete Höchstwertungen und auch finanziell mauserte sich Donkey Kong Country Returns mit 6,53 Millionen verkauften Einheiten zum Hit. Leider blieb uns auf der Wii ein Nachfolger verwehrt und es sollte erneut 3 Jahre dauern, bis wir das Affenduo wiedersehen würden, diesmal erneut auf einem Handheld. Der Nintendo 3DS erhielt im Mai 2013 einen Port des Wii-Spiels, diesmal jedoch von den Monster Studios entwickelt, da die Retro Studios schwer beschäftigt damit waren, den Nachfolger fertig zu entwickeln. Donkey Kong Country Returns 3D war ein gelungener Einstand der Kongs auf dem 3DS. Das Spielgefühl des Wii-Originals wurde perfekt eingefangen und die lästige Bewegungssteuerung fiel der Schere zum Opfer. Außerdem gab es neben dem Originalspielmodus auch einen neuen Modus für Anfänger, der die Anzahl der Herzen erhöhte und mehr hilfreiche Items zur Verfügung stellte, was das Spiel generell ein wenig leichter gestaltete. Wer dennoch eine Herausforderung suchte, konnte sich an einer brandneuen Welt probieren, die äußerst knackige Level parat hielt. Natürlich wurde auch der 3D-Effekt unterstützt, der dem Spiel eine schöne Tiefe verlieh und die Abschnitte, wo man mit den Kongs zwischen dem Vor- und Hintergrund eines Levels wechseln musste, besonders gelungen in Szene setzte. Alles in allem war der 3DS-Ableger ein guter Port, der aufgrund der neuen Welt zum erneuten Durchspielen einlud und eindrucksvoll aufzeigte, dass die Kongs auch weiterhin auf Nintendos Handheld-Systemen glänzen konnten, auch wenn sich wohl die meisten 3DS-Besitzer ein komplett neues Donkey Kong-Spiel lieber gewünscht hätten. Einen Monat nach dem Release des 3DS-Ports von Donkey Kong Country Returns wurde der Nachfolger von Nintendo im Rahmen der E3 2013 für Wii U angekündigt. Erscheinen sollte Donkey Kong Country Tropical Freeze bereits im Februar 2014, was natürlich viele Fans der Affenbande freute, mich eingeschlossen. Und als es dann soweit war, stand uns ein in allen Belangen besserer Nachfolger ins Haus. Es war das erste Donkey Kong Country Spiel, das in HD entwickelt wurde, was sich in der herausragenden Grafik bemerkbar machte. Die Level waren noch farbenfroher und
sind die Charaktermodelle der Spielfiguren noch detaillierter ausgearbeitet, was Wii U-Besitzer natürlich freute. Aber es war auch spielerisch um einiges besser. Diesmal mussten gleich 8 Inseln erkundet werden, um die fiesen Wikinger zu vertreiben, die es auf Donkey Kongs Bananenschatz abgesehen hatten. Neben Diddy feierte auch Dixie ihr Comeback, nachdem sie 1996 ihren letzten Auftritt auf dem SNES hatte. Und selbst Cranky Kong war im neuesten Teil spielbar, was die Anzahl der Sidekicks auf 3 erhöhte und deutlich mehr Abwechslung mit sich brachte, da jeder Kong seine eigenen Manöver mitbrachte. So nutzte Diddy weiterhin sein Jetpack, während Dixie mit ihren Haaren durch die Luft wirbelte und Cranky seinen Gehstock nutzte, um auf gefährliche Dornen zu springen oder höher gelegene Plattformen zu erreichen. Die Bewegungssteuerung des Wii-Vorgängers wurde auch beim Wii U-Nachfolger über Bord geworfen. Tropical Freeze war sowohl mit dem Wii U Gamepad als auch mit dem Pro-Controller spielbar, was eine deutlich höhere Präzision ermöglichte. Und das war auch bitter nötig, denn das Spiel war um einiges schwerer als der Wii-Ableger. Das Pusten wurde rausgeschmissen und durch eine neue Fähigkeit ersetzt. Diesmal konnte Donkey Dinge aus dem Boden herausziehen, was das Spielgeschehen zwar nicht sonderlich bereicherte, aber dennoch besser gelöst war als das Pusten im Vorgänger. Eine dynamische Kamera wurde ebenfalls eingeführt, um die Größe der Level zu verdeutlichen. Es war jedoch nichts weiter als ein nettes Gimmick, das keinerlei spielerische Auswirkungen auf das 2,5D-Gameplay hatte. David Wise kehrte als Komponist zurück und schuf erneut einen Soundtrack, der das Spiel bereicherte und Musikstücke bot, die ein weiteres Mal bewiesen, dass Wise ein Meister seines Fachs war. Donkey Kong Country Tropical Freeze war, genauso wie Diddy's Conquest seinerzeit auf dem Super Nintendo, das perfekte Sequel. Es war dem Wii-Ableger in allen Bereichen überlegen, was auch Fans und Presse nicht entgangen war. Leider blieb der ganz große kommerzielle Erfolg aber aus, was sicherlich auch mit den schwachen Verkaufszahlen der Wii U zusammenhing. Nur 2,02 Millionen Spiele wurden verkauft, was eine Schande war und Nintendo sicherlich dazu veranlasste, Tropical Freeze im Jahr 2018 erneut zu veröffentlichen, diesmal auf der Nintendo Switch. Der Switch-Port brachte jedoch wenig Neues mit. Einzig ein neuer Modus für Spielanfänger wurde eingebaut. Hier stand Funky Kong als spielbarer Charakter zur Verfügung, was auch die Energie erhöhte und das Spiel generell deutlich leichter machte, da Funky mit seinem Surfbrett auch auf Stacheln stehen und durch die Luft wirbeln konnte. Neue Items oder eine neue Welt, wie es noch auf dem 3DS der Fall war, suchte man auf der Switch jedoch vergeblich, was Nintendo und den Retro-Studios auch so manche Kritik einbrachte, da Tropical Freeze auf der Switch zum Vollpreis verkauft wurde. Immerhin gingen mit 4,62 Millionen verkauften Einheiten mehr als doppelt so viele Spiele über die Ladentheke als noch bei der Wii U. Gemessen an der Anzahl vorhandener Switch-Konsolen war das jedoch ebenfalls nicht sonderlich viel. Da konnte sich der Wii-Ableger deutlich besser verkaufen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir seit 2014 auf ein brandneues Spiel warten. Aber sprechen wir nochmal kurz über die Wii-Fassung. 2019 wurde diese nämlich ein weiteres Mal geportet, nämlich auf die Nvidia Shield und auch nur in China. Was den Port aber besonders macht, sind die überarbeitete Steuerung und die Grafik. So kam die Nvidia Shield-Fassung mit traditionellem Controller-Support daher und wies eine knackscharfe HD-Grafik auf. Es wäre für Nintendo ein leichtes, die Shield-Fassung auf Switch zu veröffentlichen und ich frage mich bis heute, was sie davon abhält. Aber hey, vielleicht sehen wir die Donkey Kong Country Reihe ja in diesem Jahr wieder. Schließlich feiert die Affenbande 30-jähriges Jubiläum. Zwar kann man die SNES-Trilogie auf der Switch im Rahmen der Online-Mitgliedschaft spielen, jedoch würde ich einen komplett neuen Teil mehr als begrüßen, gerne als Remake des SNES-Originals zur Feier des runden Geburtstags oder als Nachfolger zu Tropical Freeze von den Retro-Studios, um die Trilogie abzuschließen. Ich meine, ich wäre ja sogar mit einem Re-Release des Nvidia Shield Ports zufrieden. Hauptsache, wir bekommen ein neues Donkey Kong Country-Spiel. Alles, was uns Nintendo in diesem Jahr beschert hat, war das Remake von Mario vs. Donkey Kong, was sicherlich auch ganz nett ist, aber ich möchte doch mehr haben als Donkey Kong Fan. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Erinnerungen und Erfahrungen mit der Donkey Kong Reihe gerne in die Kommentare. Ich denke, dass viele von euch schöne Erinnerungen an die SNES Trilogie haben, aber wie sieht es mit der Land Trilogie aus? Wie findet ihr Donkey Kong 64? Habt ihr die beiden Gameboy Spiele gespielt? Und was sagt ihr zu der Arbeit der Retro Studios? Ich freue mich auf eure Kommentare und schließe meinen Rückblick auf diese Reihe hiermit ab. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mich durch die ganzen Spiele zu spielen, einfach weil sie nichts von ihrer Spielbarkeit in all den Jahren eingebüßt haben. Ich
hoffe daher, dass ihr ein wenig Spaß beim Zuschauen hattet. Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich über ein Like und ein Abo, falls nicht schon geschehen, ihr kennt das ja. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Retrospektive hier auf Spielewelten. Adios, euer Andi.